den Gliedern Jeremias im ersten Kapitel, Vers 18. Gerecht ist er, der Herr, ich aber war widerspenstig gegen sein Wort. Und im Hebräerbrief, im 13. Kapitel, die Verse 20 bis 21, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen. Ich möchte kurz beten für die paar Worte, die ich dazu mitteilen will. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute uns hier versammeln können. Ich danke dir, dass du uns die Ohren öffnen möchtest. Ich bitte dich, öffne auch die Herzen und lass uns dann beschwingt durch dein Wort in den Tag starten. Amen. Amen. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen. Mir sind bei der Vorbereitung plötzlich meine Hasen eingefallen. Draußen ist es warm, das Gras, das wächst schon wieder. Ich gehe in so einen kühlen Hasenschuppen und will sie raussetzen, versuche sie zu greifen, aber es ist völlig gleich, ob ich ihnen gut zurede, ob ich ihnen Mut mache, dass ich sie doch nur in die Freiheit entlassen will, zumindest kurz. Sie verstehen mich nicht und nur mit List kann ich sie dann irgendwie packen und raussetzen. Und sie wollen es einfach nicht verstehen. Und habe ich mir gedacht, es ist doch ein großes Glück, dass sich Gott uns so mitteilt, dass wir ihn verstehen, weil sonst würden wir wahrscheinlich genau wie die Hasen auch einfach wegrennen. Tun wir das nicht trotzdem, rennen wir nicht trotzdem weg vor Gott. Was ist unsere Freiheit? Was ist unsere Freigehege? Jesus sagt einmal, die wahre Freiheit ist, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir seinen Willen tun. Dass wir Gottes Willen tun. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Ja, kann so ein Hase sich durch den Käfig in die Freiheit beißen, wenn der was ich hoffe bei meinen Hasen? Nein, der Hase, der kann das nicht. Und genauso ist es auch für uns zu viel verlangt, wenn wir selber das Gute wirken wollen, wenn wir ja versuchen, wirklich so zu leben, dass wir Gottes Willen tun, es ist uns fast unmöglich. Es ist uns unmöglich. Jetzt steht ja hier in der heutigen Losung, dass Gott in uns den guten Willen wirken will. Ich meine, wir wissen oft, was der Wille ist. Die Bergpredigt im Jesu ist voll von dem Willen Gottes und auch sonst haben wir schon viel gehört. Das Wichtigste ist ja wohl die Nächstenliebe und dass wir Gott von ganzem Herzen suchen und all die Dinge, die auch im Hebräerbrief aufgeführt sind, was wir lieber lassen sollten und was wir tun sollen, das wissen wir doch eigentlich. Aber schafft Gott das, hat Gott die Macht, dass er uns tüchtig macht in allem Guten, dass wir wirklich seinen Willen tun können? Sollten wir Gott da vertrauen? Und an der Stelle trägt ja der Hebräerbrief jetzt ganz dick auf. Das ist gerade die heutige Losung und er sagt, sollte es Gott zu schwer sein? Also er sagt das nicht wörtlich, aber wenn Gott Jesus von den Toten heraufgeführt hat, wenn das Blut des Bundes, und das ist das Blut von Jesus, wenn das so eine starke Sprache spricht, dass es reicht, um Jesus aus den Toten herauszuziehen, wenn das die Kraft dieses Blutes ist, wenn wir sozusagen mit diesem Blut besprengt werden, wie die Israeliten am Berg Sinai besprengt werden mit dem Blut dieses Stieres, was ja nur ein Bild ist auf das, was Gott durch Jesu Blut an uns tun will. Wenn dieses Blut so stark ist, dann ist Gott in der Lage, uns tüchtig zu machen zu allem Guten. Er ist in der Lage, uns zu befreien.